Hey, what's up? Noch ein Beispiel in exponentielles Wachstum oder Zerfallprozessen, zum Beispiel 9. Okay. Hier werden wir organisches Wachstum, ja, weil, okay, gegeben haben wir, nach 5 Tagen, ja, gibt es 200 Fliegen. Also 5 Tage, das immer, man kann das erstmal interpretieren, wir haben T. T gleich 5 Tage. Okay. T gleich 5 Tage. Okay, dann gibt es 200 Fliegen. Das heißt, n von T, n Berg, n von 5 Tage ist hier, oder T ist hier 200 Fliegen. Okay, nach 19 Tagen, T hier 19 Tage. Sind es bereits 625 für 19 Tage, dass wir 625 liegen. Okay. Also, unsere erste Frage wäre, wie hoch ist die Zuwachsrate? Okay, das ist unsere erste Frage. Also hier, wo wir gar keinen Anfangswert haben, sondern nur nach 5 Tagen, wir können gar keine Null nehmen, ja, wäre denn gar keine, werden wir gar keine Fliegen denn haben, wenn man 0 nimmt, ja. Also dann werden wir zwischen dem 15. Tage, der 5. Tag und der 19. Tage. Und dazwischen haben wir T, also Tage zwischen die beiden hier sind der 14 Tage. Ja, das ist hier das Differenz, Delta T, zwischen beiden Tage, ja. Differenz wäre denn 14 Tage. Differenz, ein bisschen falsch geschrieben da. Delta T. Okay. 14 Tage. Okay. Das wäre denn hier, wenn wir hier unsere Zuwachsrate finden wollen, da müssen wir als n-Wert hier 625 nehmen. Ja. 625 hier nehmen. Und das ist gleich unser Anfangswert, wäre denn ab diese 5. Tage, das wäre 200 Fliegen mal, da haben wir a, unsere Formel lautet immer so, hoch t, und t ist hier 14 Tage, ja, zwischen den beiden. Also nochmal, ich kann Formel hier noch wieder hier schreiben, das ist n von t gleich n0, n Anfang, also n-Wert gleich Anfangswert mal a hoch t Tage, ja, also wie viele Tage ist das so bisher? T nach n, T ist ja die Zeit in Tage oder in Stunden oder sowas. Also wenn man hier einen Tag hat, das wäre dann a hoch 1. Okay, das ist unsere Formel. Und a hier ist unsere Wachstumsrate. Und dann kann man dann damit auch einen Wachstumsfaktor finden. Ja? Und das wäre a ist mal 1 plus, also an Prozent, b Prozent, geteilt durch 100. Haben wir schon vorher geschrieben. Okay, das ist ja keine Frage hier. So, jetzt machen wir hier weiter. 625 geteilt durch 200 ergibt hier 3,125. 3,125. Das ist gleich a hoch 14. Okay, dann brauchen wir den Logarithmus rein, um diese 14 rüber zu bringen. Okay. Also, das wäre denn, wenn man Logarithmus reinschreibt, multipliziert auf beide Seiten, dann bekommen wir Logarithmus von 3,125 gleich 14, 14 kommt doch runter, 14 mal Logarithmus von a. Okay, dann werden wir denn hier durch 14 dividieren. Das ergibt hier 0,08. Ja, das wäre hier 0,08 gleich hier Logarithmus von a. Um a hier zu finden, dann brauchen wir Exponentiell, ja, dann brauchen wir ein Exponentiell dazu zu multiplizieren auf beide Seiten.
Das bedeutet hier mal e, okay, mal e Funktion, damit a gefunden wird, ja. Also damit a vom Logarithmus getrennt wird, mal e Funktion. Das wäre dann hier e hoch 0,08 gleich Logarithmus von e hoch a. Okay, und so geschrieben bedeutet das e hoch 0,08 gleich a. Was können wir von Logarithmus und Exponentialfunktion gegen, wir sind Funktion oder Logarithmus ist der Rückwert von exponentiell und so weiter. Also da haben wir hier a hier, wenn man die Tasche dann schon angeht. Also das hier bedeutet a gleich e hoch, nicht mehr, a gleich 1,083. Okay, und so weit. 1,083. Okay, und das ist hier unsere Wachstumsrate. Und jetzt, um unsere zweite Frage, Anfangsbestand zu bestimmen, da müssen wir von vorne an, da müssen wir 5 Tage als n-Wert nehmen, ja, um zu finden, was wir vorher hatten. Dann haben wir hier n, unser n-Wert, bei der n5, werden gleich 200 fliegen, okay, und n0 wissen wir nicht, aber Tage wissen wir t gleich 5. Dann schauen wir unsere Formel n5, also 200 kann man das auch schreiben, direkt, 200 gleich hier n0 mal a hoch 5. Okay, dann sollen wir hier n. Okay, also, dann, das hier bedeutet, wenn man durch a hoch 5 dividiert, dann bekommt man hier 200 geteilt durch a hoch 5 gleich n0. Okay? Okay, und natürlich a haben wir hier, können wir jetzt einfach einsetzen. Also das wäre dann hier, das bedeutet, also das ist gleich, also äquivalent, 200 geteilt durch 1,083 hoch 5. Wenn man das im Taschenrechner angibt, dann bekommt man ungefähr 134 Fliegen. Ungefähr. Okay, oder 133 Fliegen. Also, dann können wir hier so machen, wir sagen das, das bedeutet therefore, das bedeutet denn, dass n0 gleich 134 Fliegen am Anfang. Das ist, was wir am Anfang hatten. Okay, laut dieser Wachstum oder Zuwachsrate. Okay? So, das wäre dann hier unser Endresultat. Also, danke fürs Zuschauen nochmal, Alligator. See you later. But not for a while, Crocodile. Bye bye.